Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute ein Wi-Fi-Battle im OU-Tier, mal wieder gegen den guten PokéCap. Moin Leute, PokéCap hier. Und dann gehen wir mal rein mit unseren interessanten Teams. Ich muss sagen, ich habe noch sehr wenig neue Mons drin. Also, ich habe sehr viel ältere. Und wenn ich das so sehe, könnte es durchaus interessant werden. Kann wirklich interessant werden. Es könnte durchaus interessant werden. Ich hoffe, du hast jetzt meinen Donkey Kong, also hier, wie heißt er nochmal, Gottrom, nicht predicted und spielt auf deiner Restadero irgendwelche Samen. Das wäre krass. Predicted habe ich es nicht. Oh. Tatsächlich Aber ich freue schwierig. mich auf Galazapdos. Ich habe noch nie so wirklich damit gekämpft. Er ist einen Kampf mit dem gemacht. Aber ich finde das Design wirklich Weltklasse. Der sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Boah, da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Das Ist die einzige mir. Mon, was ich in meinem Team nicht so gerne habe, ist Nidoqueen. Ich mag das nicht so, aber ich musste das wegen den Typen noch da rein tun. Nido King. Meine ich ja. Ich habe das Team jetzt so mehr oder weniger auf die Schnelle ein bisschen zusammengeschustert. Bin jetzt tatsächlich mal gespannt, ob das was wird. Du leadest mit dem. Klar. Da musste ich auf jeden Fall ganz schnell raus. Das wäre für mich nicht gut geworden. Jetzt habe ich schon festgestellt, dass mein Item mir nichts mehr bringt. Ah, hast Fokus sehr drauf. Ja, ich dachte, vielleicht werde ich irgendwie auf den runtergeboxt und so, aber vielleicht brauche ich es nicht mehr unbedingt. Ah, du kriegst halt jetzt einen Schwertanz raus. Das ist. Aber das ist halt dann. Kriegst halt jetzt einen Schwertanz raus. Das ist jetzt. Aber das wird, Drückst trotzdem Akrobatik. das reicht halt nicht aus. Ja, das ist mein einziger Nee. Flugmove und ich trottel, wieso gehe ich eigentlich nicht raus? Der hätte rausgehen müssen. Aber Resladero war tatsächlich gar nicht so wichtig. Du hast ja noch dein Latios mit Schwebe. Auch schwierig, da jetzt was reinzuschicken gerade. Ich stelle gerade fest, ich habe ziemliches Feenproblem. Scheiße, ich kann gar nichts gegen deinen Vieh da machen. Überhaupt gar nichts. Du und deine Feen, ne? Du magst die. Ja, ich Ich habe habe ja schon da. mal erwähnt, dass ich sehr gerne Wasser-Pokémon habe und Feen-Pokémon und Kapokime und Primarine sind einfach. Und Azumarill haben diese Elemente einfach. Ich feiere diese drei Monster einfach. Ich kann halt nicht mal mit dem gerade was groß gegen dich machen. Ja, jetzt ist echt die Frage, was machst du, ne? Okay, du bleibst drinne. Ah, Scheiße. Ja, ich kann ja nicht raus. Ich kann ja nicht raus. Ich habe ja nichts. Ey, bitte nicht der Burn. Wenn Ich jetzt wollte der gerade Burn kommt, sagen, ich heule. wieso gehst du raus? Ja, nee, ich kann dich gar nicht burnen.
Nebelfeld. Stimmt. Ach, der Ja, ich wollte Verhöhner, den Kampf ein bisschen Action machen. der Verhöhner wirkt immer noch, selbst wenn du draußen bist. Ja, ich meine 3 Runden lang. Jetzt macht er wieder so viel Schaden. Walband, oder? Ja. Donkey Kong. Jetzt ist wenigstens mal dieses verkackte Grasfeld weg. Schwalband auf Bordrum, Doppelwalband. Ja! Oh nein. So wichtig. Das stimmt. Das war wichtig. Das war einfach nur wichtig. Hätte ich nicht riskieren dürfen. Da hätte ich eigentlich Dings dafür. Aber ich gehe jetzt hier trotzdem raus. Oh Mann. Gehe jetzt in meine Boots weg, aber. Jetzt habe ich echt ein schlechtes Gefühl, das war nicht gut. Ich verstehe nicht, warum du mit Capo Kimi rausgegangen bist. Du hättest mich killen können. Mit zwei, drei Mondgewalt wahrscheinlich. Und ich hätte nichts machen können, außer sie die Wasser drücken die ganze Zeit. Ja, es hätte schon sein können, aber ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit auf Zeit spielen hier mit Kapukime, das hätte ja auch nichts gemacht. Ist ja auch irgendwie langweilig. Natürlich, du hättest mein Lamus herausnehmen können. So hast du mich auf jeden Fall im Spiel gehalten. So, was haben wir da runter? Expertenbrot. Aber jetzt habe ich halt wieder das Problem. So ein Lamus gehen muss. Ja, muss ich, kann nichts anderes machen. Ich kann nicht riskieren. Ich würde wahrscheinlich sogar gut was nehmen, aber. Wenn du Expertengurt spielst, gehe ich davon aus, dass du recht offensiv investiert bist. Und Das ist jetzt die Frage, ne? dann kann ich nicht drin bleiben. Aber du bekommst halt kaum Schaden davon, ne? Okay, ich weiß, was jetzt kommt. Ach, scheiße, nicht. Ah, nein, oder? Ich wusste, dass du das prediktest. Und jetzt kriege ich. Ah, nur Spezialangriff, okay. Scheiße, ich hätte den Safe Play machen müssen. War einfach so klar, dass du da in dem Fall auf Siedewasser Wasser gehst. Die Verbrennung auf Gortrom, die nervt mich jetzt. Ich könnte Kann jetzt. Gortrom gar nicht mehr so Boah, was nutzen. mache ich jetzt? Ja, was machst du jetzt? Nein! Du Nein! bist ein Teleporter. Ich habe mir gedacht, Tagedieb. ich hab mir gedacht, ich wechsle raus. Aber ich wollte es nicht riskieren, weil ich keinen guten Switch in habe. Aber Hätt's mal eigentlich, lieber gemacht, ne? ja, aber ich weiß, das ist risky. Dann vorher auch, dann gehe ich nicht drauf und dann habe ich einen Salat, weißt du? Ich brauche diese, ich krieg die Verbrennung halt nicht wegen Nebelfeld. Ja.
Aber sonst kann das Nebelfeld auch nichts. Ich finde dieses Kapukime in der Shiny-Form sieht auch so schön aus. Dieses Schwarze mit diesem Blauen. Ja, jetzt ruf's zurück. Natürlich, muss ich ja. Komm schon, es macht nicht viel. Lässt dir aber auch heute auch Zeit. Hätte ich doch Dings drücken müssen. Hätten vielleicht einen Chess-Timer einrichten sollen für den Kampf. Ja, habe ich mir auch überlegt. Hätte ich doch lieber was anderes gedrückt. Eisenschädel. Macht aber doch gut Schaden. Dafür, dass es nur Live-Orb ist. Ja, ich habe meinen Gordraum eigentlich verkauft. Das ist halt. Du Ja, ziehst zurück, okay. natürlich, ich muss wieder raus. Ich kann nicht, ich darf die nicht alle zu sehr anchippen lassen. Das nehme ich alles easy, weißt du? Ich muss vermeiden, dass die angechippt werden. Ja, dann spielen wir das Spielchen halt mit Grafades weiter. Jetzt hätte ich. Da hätte ich. Ich habe kurz überlegt, was zu predikten. Ah, warum habe ich es nicht gemacht? Das ist die Frage. Warum hast du es nicht gemacht? Aber effektiv in den Kampf geholt habe ich bis jetzt erst drei Mons, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Lamus. Nein. Ein Stalobor. Hätte ich predikten können. Musst du das machen? Ja, ich muss jetzt safe spielen. Ich muss jetzt immer safe spielen. Ich kann nicht. Auf einmal bleibst du doch drin und dann kommt die Wasserattacke und. Das macht nichts. Ich habe vor Kramor immer so eine Angst. Nein, scheiße. Kein guter Wechsel. Kein guter Wechsel eigentlich. Ja, wobei, du bist speziell. Why not, ne? Ja, ich wollte aber eigentlich. Okay, wenigstens stell es weg. Ja. Den lasse ich jetzt einfach sacken, das bringt mir eh nichts, wenn er noch da ist. So. Kann ich wenigstens gucken, was für eine Attacke du genommen hast. Ich wusste gar nicht, dass das Ding Magieflamme kann. Doch, wurde gebufft, kann er seit jetzt, seit der Gen.
Wir haben noch 15 Minuten. Da kommt jetzt mein Tripolowski. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, ich versuche jetzt schnell zu picken, damit wir nicht im Timeout das Spiel beenden. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen. Hätte ich wissen müssen. Ich dachte mir, Draco macht eigentlich auf alles gut Schaden. Tut's auch. Der reicht jetzt nicht. Der reicht jetzt nicht. Der reicht nicht. Ich hoffe doch. Der reicht nicht. Yes. Na. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Och nee. Oh nee. Haben wir nicht gerade genug gesagt, wir wollen. Ach. Ja, ich muss es machen. Was soll ich denn tun? Ja, ich weiß. Ich weiß. Da wäre der Chess-Timer jetzt wieder so nice gewesen. Da wäre der Chess-Timer jetzt so nice gewesen. Ja, eigentlich schon. Das wäre noch ein echt schönes Battle gewesen. Jetzt kommt Kramer rein. Okay. Scheiße. Stimmt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Dings predicted. Ja, aber immer wieder dasselbe zu tun, ist auch nicht gut, ne? Ja, deshalb habe ich es jetzt mal Achso, ja, klar, stimmt. Aber. Ah, nee. Wie so ein Lamus. Ja, ist einfach so nice. Aber nur durch Teleport. Hätte das Ding kein Teleport und Teleport nicht. Auf minus 1 oder minus 6 oder was das da ist. Ja, beste Prio halt. Oder beste späte Momentum. Das hat ja auch Pixie so gut gemacht. War auch so klar, dass du jetzt auf Teleport gehst, aber ich dachte mir, Trikefalo deckt eigentlich alles ab. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Griffades. Klar, muss sein. Da kommt jetzt sowieso wieder so ein Ruheort. Ja, was dachte ich? Ach. So. Meine Pepsi. Ich weiß gar nicht, warum ich Kramer Pepsi genannt habe. Despotar. Und ein Sandsturm. Ich muss jetzt tatsächlich anfangen, ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, das musst du. Hey, das endet im Timeout. Wir hätten den Chess-Timer nehmen müssen. Ja, definitiv. Ach man, sowas auch hochzuladen ist dann wieder so kein richtiges Ende. Egal wer jetzt gewinnt oder verliert, ja. Fühlt sich nicht richtig an. Schwierig einfach. Selbst wenn ich jetzt gewinnen würde, ich weiß nicht. Es befriedigt einen nicht. Nee. Ja. Ja, das ist jetzt Mist.
So kriege ich dich jetzt in 2 Minuten noch down. Gar nicht. Da kommt der Double. Ja, und ich hoffe, du wechselst jetzt auch raus, weil sonst habe ich ein Problem. Ja. Ja, ich gehe raus. Das habe ich auch predicted. Das habe ich predicted. Oh. Easy. Freeze, oh Mann. Hä, wieso? Wieso kriegst du? Ah, ich habe falsche Fähigkeit drauf. Das wäre Ernsthaft? im Kampf gegen Erik schon aufgefallen. Und jetzt, wo ich es gerade sehe, habe ich es wieder vergessen. Ich habe Rivalität. Als ob. Doch, scheiße. Ah, egal. Hätte nicht viel was anders Wieso? gemacht, Ja, also von daher. normal hätte ich rausgehen müssen, aber der Timer hat mich jetzt so irritiert. So, ich möchte es nochmal sehen. Wirst wahrscheinlich jetzt gewinnen. Aber ich möchte meinen Roadrunner nochmal sehen. Nee, da Meinst du, wir hättest kriegen noch du. einen Pick hin? Nee, ne? Nee. Ja, und wenn, dann würde ich nicht drin bleiben. Eigentlich, ja, eigentlich schade. Ich habe offiziell gewonnen. Ja, das stimmt. Ich sag Ich mal habe so, mehr angechippt. wahrscheinlich. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer es hätte gewinnen können. Das war so ein spannendes Duell. Ich glaube, das. Nee. Late Game vielleicht mit Stahlober oder so. Hätte ich vielleicht was machen können. Oder mit Latios, da Dings verkrüppelt war. Trikifalo. Überall noch was drin. Da war alles noch drin. Alles hätte noch Ja. passieren können. Du hättest mich noch sweepen können. Ich hätte dich noch sweepen können. Ich hätte gewinnen können. Du hättest gewinnen können. Da war einfach. Da hätte alles noch passieren können im Kampf. Das ist Ja, ich muss eigentlich mal. schade, dass wir da nicht einmal genommen haben. Ich muss mal gucken, ob ich es hochlade oder nicht. Das werde ich, denke ich, noch irgendwann mal spontan entscheiden. Weil ein guter Kampf war schon. Ja, mal schauen. Wird man dann sehen, wenn es online kommt oder nicht. In diesem Sinne Ja. beenden wir die Aufnahme für heute. Links, Verlinkung vom Pokécap natürlich wie immer. Unten in der Videobeschreibung schaut bei ihm vorbei. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt und drückt Daumen nach oben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.